Liebe Freunde und Freundinnen der bildenden Kunst im Süden Deutschlands, gesammelt aus dem antiken Griechenland vornehmlich, aber nicht nur. All das ist ausgestellt in der Glyptothek am Königsplatz. Und da hat sich einer, der in der Nachbarschaft lange gelehrt hat, Professor Rainer Kröner, gedacht, das muss man ein Stück weit in Kreativität weiterentwickeln. Dem muss man Gelegenheit geben, in der heutigen Zeit zu passen, nicht nur vor 2500 Jahren bewundert zu sein. So bruchstückhaft solche Gegenstände in der Zwischenzeit, solche Figürlichkeiten in der Zwischenzeit sind. Man kann mit den neuen Methoden der heutigen bildnerischen Kunst, mit der Malerei, mit Licht, so unglaublich viel aus einem Gegenstand von vor 2500 Jahren herausholen, dass man sich wundert, dass es damals schon Mode gewesen ist, das zu betrachten. Eigentlich fängt erst heute die richtige Begegnung mit Kunst an. Heute nicht, am 7. Dezember und am 8. Da geht's los und wir sollten uns eigentlich treffen. Wir sollten Gelegenheit nehmen, den vielen Figuren auf den Grund zu gehen und zu entdecken, dass sie sich mit unseren Augen ganz anders entwickeln. Ich hoffe, ich treffe Sie.